Jo Leute, was geht? Freunde, ich habe in GTA 5 eine neue Mod installiert und diese lässt mich, Leute, alles, was ich zeichne, Realität werden. Also das heißt, alles, was ich mir vorstellen kann, wird heute in GTA 5 Realität. Und zwar, Leute, läuft das Ganze wie folgt. Ich habe hier nämlich, Leute, ein Fenster und wir sind gerade, Leute, in Microsoft Paint. Ja, Leute, und das bedeutet, alles, was ich zeichne, und ich bin ein sehr, sehr schlechter Zeichner, kann ich in GTA 5 reinspawnen. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal unsere Kamera so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe Bock, Leute, wir basteln uns erstmal einen Hamburger. Ich würde sagen, einen riesigen Hamburger. Den versuchen wir mal zu zeichnen und ich glaube, wir fangen erstmal, Leute, mit den Farben an. Ich glaube, wir machen erstmal die Patties. So, wir machen erstmal, Leute, die Brötchen, würde ich sagen. Ja, ganz entspannt. Dann kommt hier eine Schicht Käse drauf. Keine Sorge, ich zeichne das Ganze auch noch aus. So, machen wir mal die Strichdicke ein bisschen größer. Dann machen wir, Leute, jetzt das Patty einfach mal. Obwohl, ich weiß nicht, ob das die passende Farbe dafür ist. Aber wir nehmen einfach mal das hier. So, jetzt. So, ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann vielleicht noch ein paar Gürkchen. Ich mag die zwar nicht, aber ich glaube, die passen ganz gut drauf. So ein bisschen Salat machen wir hier und da. Okay, ganz entspannt. Dann ein bisschen Ketchup. Ein bisschen Mayo. Leute, was wird das? Und zum Schluss natürlich, Leute, auch den Deckel ganz oben drauf. Den Deckel. Ich habe gerade zu einem Burger-Deckel gesagt. Okay, Leute. So, wir haben den auf jeden Fall gezeichnet. Und den werden wir jetzt reinspawnen in dem Spiel, Leute. In 3, 2, 1 und bam! Oh mein Gott, Leute, guckt euch das mal an. Wir haben einfach einen riesigen Hamburger, also Cheeseburger. Ja, Leute, zur Korrektur, da ist ein Käse drauf, deswegen nennt man das Cheeseburger. Wir haben einfach einen Cheeseburger hier reingespawnt, Leute, und der ist riesig. Ich dachte eigentlich nicht, dass er so groß ist, aber ihr könnt sehen, alles, was wir in GTA 5 zeichnen, wird hier Realität. Das sind die skurrilsten Sachen, die wir auf jeden Fall machen können. Und an der Stelle deswegen, wenn euch das Video gefällt und Leute, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, solchen verrückten Mods, dann lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Lasst uns mal auf diese Episode 5000 Likes schaffen. Und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst, Leute. Lasst uns mal die 1,04 Millionen Abonnenten auf diesem Kanal schaffen. Und der mit dem Golf-Caddy, der weiß erstmal gar nicht, was man hier tun soll. Fährt er hier auf den Burger. Ey, der hat einen Kratzer. Hey, du hast einen Kratzer auf den Burger gemacht. Junge, das geht doch nicht. Alter, das geht so nicht, mein Freund. Nein. Okay, Kollege, dich mach ich. Oh mein Gott, ich habe keine Waffen, Leute. Ich habe in GTA 5 einfach keine Waffen. Okay, ganz einfach. Ich zeichne mir einfach. So, okay. Du bleibst erstmal kurz hier stehen. Ich zeichne mir jetzt mal eine kleine Pistole, Leute. Oder wir machen was anderes, Leute. Wir machen Baseballschläger. Ich würde sagen, Baseballschläger klingt nicht schlecht. Der ist relativ einfach gezeichnet. Wir machen einfach so, Leute. Wir machen hier so die Basis. So, oh, Leute, ich bin Linkshänder, ne? Und mit der rechten Hand zu zeichnen ist für mich nicht so leicht. Und dann machen wir hier. Und dann wird er so breiter. Und dann wird er so kleiner und dann hier. Oh mein Gott, das sieht nicht aus wie ein Baseballschläger. Das sieht eher aus wie ein, als würde ich Cricket spielen. Aber egal, Achso, hier fehlt noch ein Streifen. Hier fehlt noch ein weißer Streifen. Ganz wichtig, Leute, den darf man natürlich nicht vergessen. Hier fehlt der Streifen. Oder war der hier oben? Ich weiß es gar nicht. Egal, ich mache... Nein, jetzt sieht es aus wie ein Paddelboot. Wird es hoffentlich erkannt. Wir werden es sehen. 3, 2, 1 und... Oh, okay, wir haben einen bekommen. Ey, 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 ey. Nein, 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 nein. Lauf nur weg, Kollege. Lauf nur weg. Du hast meinen Burger zerstört. Jetzt sieht er nicht mehr so perfekt aus. Lauf, Franklin. Der ist voll schnell. Oh mein Gott, ist der schnell. Okay, halt an. Halt an, Junge. Das war mein Hamburger, mein Cheeseburger. Wo läufst du jetzt hin? Oh, wo läufst du lang? Wo läufst du lang? Denkst du, du kannst mir abhauen? Zack, Junge. So, und nochmal. Und zack, Junge. Nie. Hier wird dir nicht weggelaufen. So, du hast meinen Burger zerstört. Okay. So, Leute. Was machen wir als nächstes? Also, wir haben auf jeden Fall einen fetten Hamburger, einen Cheeseburger gemacht. Jetzt haben wir uns eine Waffe gezeichnet. Wir brauchen natürlich noch etwas anderes, Leute. Und zwar kaufen wir uns als... Ich habe kein Geld. Okay. Okay, Leute. Wir haben kein Geld. Dann wissen wir natürlich, was wir machen. Wir zeichnen uns einfach Geld. Okay, wie machen wir das Ganze, Leute? So, wir machen das Fenster so ein bisschen höher und wir fangen mal an, den Geldschein zu zeichnen. Also, wir machen das mal so ein bisschen so. Okay, und dann hier, ja. Ich glaube, dann war das so ein Kreis drumherum vielleicht. Und dann glaube ich hier dieses Dollarzeichen, ne? So, ja. Ey, das sieht aus wie dieses Dollar... Das sieht... Es sieht aus, als würde da SOS stehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass da ein Rettungsboot kommt oder so. Ich weiß jetzt nicht, machen wir das irgendwie noch ausfüllen? Oder wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich mache es jetzt einfach so. Nein, 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 nein. Oh, rückgängig. So, und hier ausfüllen. Und ja, es sieht doch gut aus, oder? Also spawnen wir, Leute, den Geldschein in 3, 2, 1 und... Wow, Alter, was?
Ich habe nur einen Geldschein gezeichnet, aber es kamen richtig viele Scheine. Wow, okay. Alles klar, das ist deutlich mehr Geld, als ich mir erhofft habe. Aber gut, dann sammeln wir den gerne mal auf. Let's go! 2 Millionen Dollar haben wir bekommen. Nice! Okay, das ist auf jeden Fall schon ordentlich Geld, Leute. Also wir haben jetzt schon einen Cheeseburger. Wir haben einen Baseballschläger. Wir haben Geld gesammelt. Was brauchen wir noch, Leute? Was könnten wir uns noch zeichnen? Natürlich, ein Auto. Wie vergesse ich das, Leute? Wir sind ja auf dem Golfplatz. Und ich glaube, ich brauche mal ein Auto, mit dem wir endlich von diesem Golfplatz hier wegkommen. Weil das ist hier echt ein Ort, Leute. Wir müssen mal weiterkommen. Und ich bin sehr schlecht im Auto zeichnen. Also Leute, sagt mir, ob ihr besser zeichnen könnt in die Kommentare. Ich glaube, jeder von euch kann besser zeichnen als ich. So, jetzt malen wir mal ein Auto. Okay, das wird dann hier gespawnt. Ja, genau in die Richtung, wo wir hingucken, wird es gespawnt. Ich zeichne mal jetzt ein Auto, Leute. Ich mache mal so, wie ich denke, wie es richtig ist. So, okay. Nein. Oh nein, 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 nein. So, dann hier für den Radkasten Platz machen. Oha, das sieht ziemlich gut aus. Wow. So, dann hier die Reifen. Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier, das wird noch ein bisschen ausgezeichnet. Ein bisschen, ja, das sind die Reifen. Auf Felgen habe ich jetzt nicht geachtet. Wir machen jetzt noch eine Fensterscheibe hier, ganz normal. Da machen wir hier die Türen. Wie wird das gemacht? Ich glaube hier, da machen wir hier den Griff, da noch einen Griff. Okay, ja, ich glaube, Scheinwerfer, voll vergessen, Leute, natürlich die Scheinwerfer. So, die sind hier. Die Scheinwerfer scheinen nach draußen und die Rückleuchten, ja, die sind natürlich rot. So, die leuchten rot. Okay, Leute, das Auto ist fertig. Mal gucken, wie es in GTA 5 wird. Je besser wir zeichnen, desto besser wird das Auto sein. Also, wir spawnen das Auto jetzt mit Magie. 3, 2, 1 und let's go. Leute, was... Was ist das? Oh mein Gott. Ey, Leute, das Auto ist nicht mal fertig. Also ich meine, es hat Fensterscheiben, aber oh mein Gott, das Heck fehlt. Die Rückleuchten sind da. Immerhin sind die Rückleuchten drauf. Dann haben wir Frontscheinwerfer, haben wir auch welche. Also ja, es ist ein Auto, das stimmt schon. Es ist nur nicht so ein schönes Auto, was ich mir vorgestellt habe. Aber immerhin, Leute, wir haben ein Auto. Und das kann auch fahren. Okay, immerhin, Leute, wir haben schon mal ein Auto gezeichnet. Das ist doch eine gute Sache. Ich bin mir sicher, wenn ich es besser gezeichnet hätte, dann wäre es wahrscheinlich deutlich schöner geworden. Aber ey, ich nehme, was ich kriegen kann und immerhin haben wir ein Auto gezeichnet. Und wir haben 20 Millionen Dollar. Mit den 20 Millionen können wir auf jeden Fall auch ordentlich etwas machen. Aber wisst ihr was? Nein, 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 nein. Ich lasse mich nicht mit dem Auto blicken, Leute. Ich bin 20-facher Millionär. Ich werde mich doch nicht mit so einem Auto blicken, wo vor allem irgendeine Coca-Cola hier, so eine Cola noch drinne liegt. Nein, ich werde jetzt auf jeden Fall mir ein anderes Auto zeichnen. Und welches Auto ist besser als... Warum schwebt das Schild hier? Es schwebt einfach in der Luft. Perfekt. GTA 5 ist logisches Spiel. Welches Auto ist natürlich besser für Prestige als ein Lamborghini? Und deswegen werden wir jetzt, Leute, hierhin einen wunderschönen Lamborghini zeichnen. Ich weiß nicht, welcher das wird, aber wir werden auf jeden Fall mal versuchen, unser Bestes zu geben. Und ich gebe mir jetzt wirklich Mühe. Also Leute, das wird jetzt, passt auf. Ich gebe mir Mühe. So, okay, Leute. Also, wir machen erstmal die Outlines. Das machen wir mal. So, dann machen wir hier mal den Lamborghini. Okay, Leute. Jetzt passt mal auf. So, dann machen wir hier. Dann machen wir so. Die Reifen machen wir so. Okay, ihr denkt euch jetzt, das sieht noch nicht nach Lamborghini aus. Wartet ab, Leute. Ihr seid ein bisschen misstrauisch, aber wartet ab. Es wird gleich jetzt ein waschechter Lamborghini werden. Ich sag's euch. So, dann hier die Motorhaube. Dann hier, ja. Okay, okay, okay. Die Schnauze ist jetzt... Die Form ist schon mal nicht schlecht. Jetzt fangen wir an, die Scheinwerfer zu machen, Leute. So, okay, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir richtig Mühe, Leute. Oh Mann, die Scheinwerfer sind zu weit daneben. Aber ich glaube, das kann man so fast gelten lassen. So, okay, ja, Leute, ihr seht schon langsam, da kommt der Lamborghini aus mir raus. Also, nicht wortwörtlich, aber so. Hier machen wir auch dieses Ross hin. So, das sieht doch schon mal ein bisschen nach Lamborghini aus. Jetzt machen wir noch hier. Ja, 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 Leute, ich bin kreativ. Ich bin kreativ. Also Leute, wenn ihr jetzt aus diesem Auto ein Lambo erkennt, gleich, dann müsst ihr den Kanal abonnieren und dann müsst ihr das Video liken. Ey, oha! Oha, Alter, das ist voll gut. Das ist richtig gut. So. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt machen wir die Felgen, Leute. So, okay. Mhm. Also ich meine, vergesst die Felgen, ja. Also...
Felgen sind echt überflüssig. Die Reifen müssen noch ein bisschen dicker werden. Ja, ganz vergessen natürlich. Ganz klare Sache, habe ich total übersehen. Natürlich, Leute. Boah, ich versuche gerade mein Bestes, diesen Lambo so schön, wie es geht, zu machen. Spiegellein, Spieglein an der Wand. Was ist der schönste Lambo im ganzen Land? Okay, okay. Ach komm, ich nehme jetzt meine linke Hand dazu. Ich muss das jetzt präzise machen. Okay, ich glaube, das sieht ein bisschen nach Lambo aus. Ich werde hier noch kurz ein bisschen was schwarz einfärben, aber ich glaube im Großen und Ganzen, Leute, ist das jetzt der Lambo, den ich mir so vorgestellt habe. Ich guck mal, Leute, ob wir am Ende das rausbekommen haben. Ich bin relativ zufrieden für meine erste Zeichnung von einem Lamborghini. Ich finde auch die Front sieht sehr Lambo-ähnlich aus, aber wir schauen mal, was für ein Auto bekommen. Wir schauen rein in 3, 2, 1 und let's go. Oh mein Gott! Leute, Alter, der sieht ja... Das ist ein anderer... Ich dachte, eigentlich wollte ich einen Aventador zeichnen. Aber das ist kein Aventador geworden. Es ist ein bisschen anders geworden. Aber ey, wir haben den Lambo bekommen. Und sogar in Blau. Ich habe ihn vergessen auszukolorieren, also auszumalen. Aber wir haben den auf jeden Fall in Blau bekommen. Weil wir hätten ja wahrscheinlich eine Wunschfarbe nehmen können. Ich wollte ihn eigentlich in Rot haben. Aber immerhin, Leute, wir haben mal ein bisschen was bekommen. Das ist schon mal gut. Ich meine, der Wagen, der ist schon... der ist auf jeden Fall eine Augenweite, ja. Cooler Wagen. Okay. Nice, wir haben einen Lambo gezogen. Okay, wir haben Geld, wir haben einen Lambo, wir haben Ausrüstung. Was brauchen wir noch, Leute? Wir können alles zeichnen, was wir wollen. Wir könnten ruhig... Ich überlege mir mal was, Leute. Okay, ich möchte, dass dahin jetzt eine Toilette kommt. Also, Leute, wir brauchen eine Toilette. So, dann machen wir mal eine Toilette. Das kann nicht so schwer sein, Leute. Wir machen so eine Public Toilet. Und die machen wir ganz schön... Oh, ich habe gerade wirklich in Weiß gezeichnet. So, dann machen wir hier. Das Ganze hat eine Tür. Aha, ja klar, natürlich, Leute. Dürfen wir nicht vergessen. So, 3D-Zeichnen natürlich nicht vergessen. So, dann WC. Hier ein Knauf. Das Ganze färben wir dann mal eben in Blau ein. So, ein bisschen weiß lassen wir. Nein, das wollte ich nicht. Okay, ich glaube, das können wir... Weißt du was, komm. Wir machen als Gadget noch ein paar Räder drunter. So, ein paar Räder müssen drunter, Leute. So, okay. Wir machen daraus ein Automobil. 3, 2, 1 und spawnen. Ey, wir haben es geschafft, Leute. Oh, guck mal. Damn, ja, nices Auto, nicht wahr? Und auch hier, das Auto, guck dir das mal an. Wenn jemand auf Toilette möchte, dann kann er hier einfach einsteigen, ja? Macht die Tür auf, geht die Klappe zu und er kann einfach, Leute, auf Toilette gehen und trotzdem von A nach B kommen. Ich sag's euch, diese Fahrzeuge, diese Idee, das wird sich verkaufen. Das wird sich millionenfach verkaufen und, ja, wird der Hammer werden. Das wird aber nicht der Hammer, wenn wir umkippen. Das ist nicht so der Vorteil, muss ich sagen. Okay, wow. Wow, okay, raus, Franklin, raus. Oha, wie sieht denn die Toilette eigentlich so von innen aus? Gucken, können wir reingucken? Ah, schwierig. Okay, dann werden wir weiter mal mit dem Lambo fahren. So, Leute, okay, Spaß beiseite. Jetzt zeichnen wir aber mal ein paar coole Sachen. Ich brauche, ja klar, Leute, wir haben Autos, wir haben jetzt Fahrzeuge, wir haben Spaßsachen, wir haben einen Cheeseburger, wir haben ein bisschen Equipment, aber was brauchen wir noch? Wir können ja alles zeichnen, was wir wollen. Ah, ich weiß es was, Leute. Ich habe ja, Michael ist ja mein Freund, ne? Wir wissen ja alle, Michael DeSanta ist Franklins bester Freund. Oder Lamar ist Franklins bester Freund. Aber wir fahren trotzdem zu Michael, weil wir wissen ja, Leute, der wohnt hier ganz um die Ecke. Da fahren wir jetzt mal hin und wir machen ihm ein kleines Geschenk. Ich habe vor, ihm ein kleines Geschenk zu machen, dafür, dass er mich auf jeden Fall unterstützt hat und wir das Ende C der Story gewählt haben. Nicht Ende A oder Ende B, weil Ende A und Ende B sind Schrott. Das sind wirklich schlechte Enden im GTA-Universum. Die passen überhaupt nicht in das Spiel rein. So, Michael. Egal, ich glaube, der ist nicht hier. Wir schauen mal nach, Leute. So, also, ich werde jetzt Folgendes machen, Leute. Wenn er nächstes Mal nach Hause kommt und in den Garten geht, dann wird er sehen, dass sein gesamter Pool voller Goldbarren ist. Also zeichnen wir auf jeden Fall jetzt eine Menge Goldbarren. So, dazu nehmen wir einfach mal das hier als Outlines. So, Goldbarren 1, Goldbarren 2 und Goldbarren... Oh mein Gott, das passt nicht. So, Goldbarren 3. Dann machen wir das nochmal. So... Goldbarren 1, Goldbarren 2 und Goldbarren 3. Okay, so, dann färben wir das Ganze nochmal aus. So.
Nein. Ah, so, okay. Ja, damit sind wir fertig. Und die Goldbarren kriegt Michael jetzt in den Pool. In 3, 2, 1 und let's go. Wow, okay. Das ist echt eine Menge Gold, Leute. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganze Menge an Gold. Ich glaube, da wird denn... Er muss ja nie wieder arbeiten. Er muss nie wieder arbeiten. Seine Kinder und seine 20 Generationen dahinter müssen nie wieder arbeiten gehen für die Menge Gold, die ich da jetzt hingezeichnet habe. Wir haben einfach dieses magische Tool. Okay, Michael, dann viel Spaß mit dem Geschenk. Und wir ziehen weiter, Leute. Denn ich brauche natürlich... Natürlich, es ist ja klar. Ich habe ja jetzt ein Auto. Ich habe ein paar Equipments. Aber ich habe keine Bleibe. Ich brauche eine neue Bleibe, Leute. Und aus dem Grund werden wir uns mal gleich eine neue Villa zeichnen. Und wir suchen uns mal aus, wo wir diese Villa einfach spawnen werden. Okay, wir bauen diese Mansion jetzt einfach mal hier. Und dann versuche ich mal meine Vorstellungskraft einfach zu verwenden, um zu gucken, wie wird dieses Haus aussehen. Also Leute, ich überlege mir dieses Haus. Ich werde es jetzt einfach dahin zeichnen. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Okay, nehmen wir mal an, Leute. Das hier ist die Straße, wo wir sind. Wenn das die Straße ist. So, dann wird dieses Gebäude, wo wir sind... hier anfangen. Ja, dann wird es hier so eine Art Hafenstation geben. Hier ist das ganze Wasser. Ne? Hier ist Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Das Wasser erstreckt sich bis hierhin. Also hier so. Und hier ist dieser Hügel. So, dann haben wir die Mansion, Leute. Oh mein Gott, das wird so schlecht aussehen, ne? So, ich möchte die Mansion hier haben. Ich möchte sie hier, hier. Ja, okay, okay, okay. Wir geben uns die Mühe, Leute. Das wird so schwer werden, ne? Das wird so überhaupt nicht danach aussehen, wie ich es mir vorstelle. Egal, ich gebe mir Mühe. Ich glaube, ich habe jetzt aufgehört, mir Mühe zu geben. Das sieht jetzt echt nicht mehr nach einem Haus aus, oder? Nein, das sieht nicht mehr nach einem Haus aus. Okay, dann haben wir hier Etagen, ja, und das hier ist Glas. Das ist alles Glas, okay? Ich möchte, dass es eine Mansion wird mit sehr viel Glas, ja? Also sehr vielen Fensterscheiben. Hier eine Fensterscheibe, hier eine Fensterscheibe und da. Okay, das Ganze soll auch hier sein. Also hier auch. Alles aus Glas, Leute. So, dann haben wir hier diese Zwischenetage. Das Ganze ist so fest, mauriert. Dann haben wir hier noch einen Helikopter dazwischen, Leute. Vielleicht kriege ich den Helikopter sogar hin. Ja, boah, irgendwie. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, ja, okay, okay. Ja, das sieht doch nach einem Helikopter aus. Das sieht schon danach aus. So, dann haben wir hier noch mehr Glas. Ich will sehr viel Glas haben in meiner Villa, Leute. Ich will sehr, sehr viel Glas haben. So, dann hier. Okay, und das hier ist alles Schatten. So, da geht der Tunnel rein. Okay. Könnt ihr euch jetzt, also jetzt stellt euch diese Villa vor, okay? Stellt euch jede einzelne von euch in dieser Villa vor, okay? Wir spawnen diese Villa jetzt. Mal gucken, ob sie gelingt oder nicht. Das hängt jetzt davon ab, ob das Spiel erkennt, dass das eine Villa ist. Also Leute, wir spawnen jetzt das Gebäude in das Spiel. In 3, 2, 1 und... Oh, es passiert was. Leute, es passiert was. Hier wird was gebaut. Es wird gerade was gebaut. Ja, es lädt Modell. Es lädt das Modell. Das sieht gut aus, oder? Bitte? Ja, man sieht schon die Pfeiler, man sieht die Pfeiler. Come on, komm schon. Ich will, dass das aussieht wie dieses Haus, was ich mir vorgestellt habe. Komm schon. Ja, 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 ja. Come on, come on. Bau weiter, bau weiter. Ja, es baut, es baut, es baut, es baut, Leute, es baut. Das Haus wird gebaut. Oh, Mann. Ja, Mann. Yes. Es hat geklappt. Und da oben ist sogar ein Helikopter. Es ist genau das Haus. Es hat geklappt, Leute. Aber wisst ihr was? Dieses Haus möchte ich nicht alleine für mich haben. Nein, es soll für einen ganz guten Freund von Franklin sein. Und zwar für den lieben Siren Head. Und den werden wir jetzt kurz mal einladen. So, und ich glaube, wir alle wissen, Leute, wie Siren Head aussieht. Er ist sehr groß, ja, sehr, sehr groß. Ne? Also hier die Beine hat er. Dann hat er ja auch einen sehr dünnen Körper. Sehr langen, dünner Körper. Okay, Arme, sehr lange Arme hat der Siren Head, sehr, sehr lange, okay, so breit sind die Arme jetzt aber nicht. Und natürlich, Leute, darf man nicht vergessen, die Sirenen, ich weiß jetzt nicht, ob die linke oder die rechte Sirene höher war. Wir gucken mal nach, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, ist wahrscheinlich dann spiegelverkehrt, aber eine Sirene ist kleiner als die andere. So, okay, ja, sieht doch nach Siren Head, ne? Okay, Leute, dann spawnen wir mal Siren Head und er soll mal reinkommen. 3, 2, 1. Siren Head, bist du da? Yes, Siren Head. Yo, was geht? Was geht, Alter? Was geht? Okay, ich habe die eine Antenne falsch rumgezeichnet, aber immerhin ist es nicht falsch geworden. Also, es hat geklappt. Guck mal, ich wollte dir ein Haus schenken für die ganzen Tage, die du mit mir zusammen Videos gedreht hast. Das Haus ist für dich. Was hältst du davon, Siren Head?
Ja, ich weiß, du bist begeistert, natürlich. So, ich führe dich mal kurz hier ein bisschen rum, um dieses Haus. Es ist ein sehr, sehr schönes Haus. Ich weiß aber nicht, wo... wo kommt man hier rein? Wo ist... Ah, da unten geht's rein. Okay, dann springen wir da mal gleich rein. Sirenet, kannst du mir noch folgen? Kannst du mir noch... Oh, nein, 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 nein. Okay, wir sind irgendwie da drinne. Leute, wundert euch nicht, warum das Spiel laggt. Die Mod ist einfach zu viel für das Spiel. Ich kann... Also, es ist der einzige Nachteil von dieser Mod ist, wenn ich zu viel gezeichnet habe, dann ja, ist mein Spiel kaputt. Dann geht mein Spiel kaputt. Okay, Sirenet, du machst gerade das Haus... Ich bin gerade durch die Map gefallen. Sirenet? Sirenet? Ja, also das Spiel fängt immer mehr an zu laggen, bis es irgendwann crasht. Deswegen müssen wir... Wow, Sirenet, guck dir mal an. Du hast voll viele Autos. Das ist ja mal der Hammer. Richtig krass. Sirenet kriegt so viele Autos. Ich habe nur eins. Aber eigentlich könnte ich mir auch mehr zeichnen, wenn ich wollen würde. Ja, das ist so die Inneneinrichtung. Es ist noch nicht viel dekoriert, aber es sieht auf jeden Fall geräumig aus. Jetzt hat Sirenet auf jeden Fall ziemlich viel Platz, um ein bisschen zu tanzen oder Gäste einzuladen. Das ist so der Freizeitbereich. Sirenet, was hältst du von dem Haus? Wo bist du denn eigentlich? Sirenet! Okay, Sirenet mag das Haus, glaube ich. Er mag es sehr. Okay, und dann geht's hier hoch. Es gibt hier noch die verschiedensten Zimmer, Leute. Oh, okay, das ist eine Toilette. Ich weiß nicht, ob Sirenet auf Toilette geht. Ich würde es gern wissen, aber ich kann es euch leider nicht beantworten. Aber für den Fall, dass er Gäste hat, die auf Toilette wollen, hat er auf jeden Fall hier eine. Dann hat hier wahrscheinlich Platz für ein Sekretariat. Und das hier ist so dieser obere Bereich. Sirenet! Mach jetzt hier keine Späße. Wo bist du denn? Hallo? Leute, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auf der Minimap. Ist hier nicht. Oh mein Gott. Die Security fällt einfach in Ohnmacht. Oh, wie viele Etagen dieses Haus hat. Das hat so viele Etagen, Leute. Wow. Irgendwas ist kaputt gegangen. Sirenet, bitte mach dieses Haus nicht kaputt, okay? Ich habe dafür viel, viel Zeit und Mühe reingesteckt, ja? Viel Zeit habe ich investiert in dieses Haus. Sehr... Da ist er ja. Hey, Sirenet. Und? Magst du das Haus? Oh, nein, 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 nicht springen, nicht springen. Es ist nicht so stabil gebaut. Es ist nicht so stabil gebaut. Alles okay? Es ist nicht so stabil. Hier ist übrigens eine Frau, die sich am Sonnen ist. Na, Sirenet, da hast du schon deine erste Lady kennengelernt. So, okay, Leute. Ich glaube aber, bevor das Spiel crasht, beende ich diese Episode. Wenn ihr mehr davon haben wollt, wenn ihr vielleicht noch einen zweiten Teil haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus, haut rein und ciao.